Wir haben uns nette Leute eingeladen, um ein bisschen über das vergangene Jahr zu reden. Und durch die etwas Verspätung würde ich da auch direkt einmal mit reingehen. Unseren ersten Gast heute von PCHMG, den lieben Yves, den würde ich einmal direkt mit dazu schalten. Und dann... Ja, drück den Knopf, Boris. So, jetzt solltet ihr den guten Yves sehen können. Ich hoffe dann auch hören. Hallo. Ja. Wir können ihn auf jeden Fall hören. Wir haben Ton. Ihr könnt ihn auch hören. Test 1, 2, funktioniert das bei euch? Hallo, Test. Hallo, Chat. Ich hoffe, euch geht's gut. Gerade noch ein bisschen lauter gezogen. Ein bisschen leise, kriegt ein Feedback. Wir hören dich, aber ja, jetzt ist gut. Sag mal, was sieht. Hi Joker, hi Wartek. Sieht gut aus. Hi Taurus. Sehr schön, sehr schön. Dann fällt mir noch ein, wir haben ja noch ein paar Fragen für den Yves vorbereitet. Die müssen wir uns natürlich noch einmal aufmachen. Aber ja, das ist falsch. Während Boris sucht, Yves, stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen, wie ich zum Beispiel. Wir haben uns ja heute zum ersten Mal gesehen. Nicht gelesen, du bist ja mal fleißig im Chat bei uns. Gesehen habe ich dich schon öfter, du bist ja auch immer in den YouTube-Videos, aber du siehst mich zum ersten Mal tatsächlich. Ja, ja, ich bin der Yves, ich bin schlanke 25 Jahre alt mit 18 Jahren Erfahrung. ich bin Gründer und Mithauptverantwortlicher für die Vereinigung PCHMG. Wir stehen für PC, Hardware, Modding und Games. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Nerds unter ein Dach zu packen und verschiedenste Informationen an andere Interessierte zu teilen. Das heißt, wir beschäftigen uns halt, wie es in unserem Namen schon steht, mit PCs, mit dem Case-Modding, mit Overclocking, mit Streaming, mit Gaming. Also alles, was so rund um den PC stattfindet, was man dann unter die Schirmherrschaft des PC-Enthusiasmus stellen kann. Dort versuchen wir, Infos an den Mann zu bringen. Wir versuchen, oder wir haben eine recht große Facebook-Community. Ja, ich weiß, das ist eine Boomer-Plattform, aber wir sind da 22.000 Leute, die hochaktiv sind. Kommen da auf weit über 100.000 Interaktionsrate im Monat, das ist schon nicht so schlecht. Also es scheint auch noch ein paar alte Leute zu geben, die sich mit dem PC beschäftigen. Ja, das ist so das, was wir machen. Wir versuchen uns gerade noch so ein bisschen zu etablieren im Review- und Testing-Bereich und im Streaming-Bereich. Also auch gerne mal auf unserem Kanal vorbeischauen. Eigenwerbung ist da. Unter einfach hier bei Twitch bei PCHMG. Wir machen Hardware-Reaction, aber auch Gaming-News. Donnerstags und Mittwochs. Ja, das sind wir. Das klingt doch erstmal schon ganz gut. Ich bin zufrieden, ich habe die Fragen gefunden, die wir für dich vorbereitet haben. Und wenn der Marcel okay. jetzt nicht einfach wegscrollen würde, könnten wir nämlich schon mal in unsere 10 schnellen Fragen starten. Oh, Hilfe. Einfach nur mal gucken. Ja, ich wiege über 100 Kilo. Schnelle, nicht leichte Fragen. Ach so. Oh. Danke. Hat man den gehört? Ja, also ich habe gehört. Einfach nur nochmal, um dich persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. 10 kurze Fragen. Glühwein, rot oder weiß? Gar kein. Lieblingsspiel auf dem Kein Alkohol. World of Warcraft. Marvel oder DC? Game of Thrones. Okay. Full RGB oder nein? Also voll keine Nee, ich bin nicht so ein Freund von der Chemis. Wasser oder Luftkühlung? Wasser. Kann man einen PC luftkühlen? Ich habe davon schon gehört, ja. Lieblingscontroller? Xbox. Welcher? Xbox, weil er halt super an PC passt, so, ne? Konsole wird halt einfach nicht gespielt. Blasphemie. Ja, wir werden dann Spaß haben, Yves. Aber welcher Xbox-Controller? Aktuell habe ich einen Xbox One-Controller. Mhm. Wenn ihr aber im Lager noch einen neueren habt, ich nehme ihn gerne. Es gibt ja welche, die heute noch mit dem Xbox 360-Controller spielen, weil die meinen, das wäre der beste Controller. Den habe ich auch noch hier unten, wenn mein Kumpel da ist und wir Fußball spielen, kriegt er den alten, ja. Ja, stimmt, die Kumpels kriegen immer den schlechten Controller. Habe ich bis vor kurzem auch noch gemacht, bis ich zu regelmäßig über das Kabel von dem 360-Controller gefahren bin, dann kam jetzt irgendwann mal ein kabelloser dazu. Ah, hast du selber wireless gemacht, ja? Ne, der ist wireless.
Also der, ich habe ihn nur gerade nur an einer Ladestation. Oder? Ja. So, das sind ja sehr kurze Fragen, merke ich gerade so. Weiter geht's. Ist unser Fehler, nicht deiner. lieber ich, eine Million Follower. Ich quatsch ziemlich ungern. Oder 1000 Subs auf Twitch. Was ist TikTok? Nein, Spaß beiseite, natürlich Twitch. TikTok ist ein bisschen schwierig und ich finde auch TikTok als Plattform schwierig. Maus, Wireless oder Kabel gebunden? Hybriden. Boah, ich bin so, ihr könnt Vorgaben geben und ich mach anders, ne? Das Dodgy. Intel oder AMD? Egal. So, und wenn ich Hauptsache Leistung. Hauptsache Leistung, sehr schön. Ich glaube, wenn ich so richtig zähle, sind wir mit 10 Fragen durch. Ich bin fies, ne? Ich habe immer ja, andere Antworten genommen, wie ihr vorgebt, ne? Ja. Blaue oder die rote Pille? Grün. Die grüne. Sehr gut. Aber ja, kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema. Hardware dieses Gerne. Jahres 2020, was war dann war dein Highlight? Mein Highlight. Puh, es gibt einige Highlights, die aber fast alle auch irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert sind. So, natürlich ist die 4090 ein absolutes Highlight, weil es derartige Leistungssteigerung die letzten Jahre nicht gab. Auf der anderen Seite ist aber auch die Preissteigerung saftig. Auf jeden Fall, ja. Ne? Und zwar so saftig, dass ich mir langsam Gedanken über unsere kleine Nische mache. Also sind wir ja mal ehrlich, der PC-Gaming-Bereich oder der PC-Enthusiasten-Bereich ist jetzt nicht die größte Nische. Natürlich ist die Nische so groß genug, dass es Läden wie euch, Läden wie andere, die wir jetzt nicht nennen wollen, gibt und da gutes Geld verdienen, was auch durchaus wegberechtigt ist. Aber wir sind im Gegensatz zu Konsolen oder Mobile-Gamer halt verschwindend gering. Wenn ich mir die Preisgestaltung der letzten Zeit so anschaue, mache ich mir da so ein bisschen Sorgen, weil unser geliebtes Hobby wird langsam sehr unerschwinglich, um es freundlich auszudrücken. Da muss in meinen Augen was passieren. Aber die beiden Hardware-Highlights, die wir dieses Jahr hatten, sind in meinen Augen der 12400K, der von Intel, der okay. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der letzten Jahre. Also ich denke, ich würde ihn sogar als die beste Preis-Leistungs-CPU der letzten 10 Jahre betiteln. Dann kommt jetzt noch der 13600 drauf, der doppelt so teuer ist, aber der für ein i5 auch extrem, extrem heftig ist. Und halt die 4090, ne? Die aber für einen Preis zu haben ist. War das dieses Jahr oder war das schon letztes Jahr? War der nicht Anfang dieses Jahres? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber zumindest im Kosmos ist er auf jeden Fall. Also wenn er Ende letzten Jahres war, dann tut's mir leid, dann nimmt einfach den 13600, denn er hat auch eine Leistungssteigerung bekommen, dass er sogar den 12900 im Gaming-Bereich schlägt. So, und das ist schon eine nette CPU. Ich bin gespannt, was AMD da jetzt noch gegenzusetzen hat. Die aktuelle CPU-Serie war fürs Gaming eher so. Ich bin da gespannt, wenn dann die 3D-Modelle kommen nächstes Jahr, ob es dann nochmal besser wird. Aber die sind ja, also für unsere Blase, die sind zum Arbeiten super, so brauchen wir nicht drüber reden, so, aber für unsere Blase, für Gaming-Blase, Streamer etc., sind die eher löscht. AMD leidet halt einfach dieses Jahr oder diese Generation ganz stark unter ihrem Plattformwechsel, finde ich. Dadurch, dass sie jetzt halt auf ihren neuen Chipset gegangen, Chipset gegangen sind und alle mit DDR5 ausstatten, also keine DDR4-Möglichkeit mehr haben, da ist halt einfach jedes neue teure Board teuer. Hoffentlich bleibt es wie bei AM4 auch so, dass du die Boards dann über mehrere Generationen so verwenden kannst. Also angekündigt war ja bis 2025, dann wird der Value von dieser Plattform einfach nochmal weit höher, aber aktuell ist es halt einfach echt schwierig bis uninteressant, mit so einer AMD-CPU aktuell zu arbeiten, weil du einen riesen Invest anfangs setzen musst, um auf die neue Plattform zu kommen. Da hat halt Intel aktuell den Vorteil, den AMD die letzten Jahre hatte, du kannst auch einen Board der alten Generation noch nehmen. Ich wollte dir da gerade ins Wort fallen und sagen, Intel macht aktuell tatsächlich die AMD-Strategie.
indem sie einfach ihre letzten beiden CPUs auf einer Plattform haben performen lassen. Das Gute ist, dass man da noch B660-Boards für einen guten Kurs bekommt, die für beide Speichermedien da sind. Also wer sich da ein bisschen was sparen möchte und nicht direkt auf DDR5 will, kann auf DDR4 bleiben, hat den günstigeren Arbeitsspeicher. Im Gaming hat man jetzt nicht so die krassen Vorteile durch DDR4 oder DDR5. Also klar ist ein Vorteil da, aber nicht der, der diesen Preis dann rechtfertigt, den du drauf zahlen musst, in meinen Augen. Das ist so eigentlich so der AMD-Move. So, ne? Das ist schon ganz nice. Ja, auf jeden Fall. Tja, ich muss dazu sagen, Yves, du hast gerade angesprochen, du machst dir ein bisschen Sorgen um die PC-Gaming-Sparte. Ne? Es wird halt, also ich glaube auch, dass der High-End-Bereich immer teurer wird. Aber ja, nicht nur um die Gaming-Sparte, sondern generell um den PC-Enthusiasmus mache ich mir ein bisschen Sorgen. So, ich meine, wir haben ja noch wirklich auch andere Dinge, wie zum Beispiel Case-Modding, was sich immer noch einer großen Masse beliebt macht. Wir merken es bei uns halt stetig. Und auch das Overclocking. Und ich habe sehr, sehr gute Beziehungen in die extreme Overclocking-Schiene. Und da sind manche dabei, die tatsächlich ihr Hobby jetzt aufgeben, weil sie sich einfach sagen, sorry, aber das ist einfach nicht mehr bezahlbar, so, ne? Wenn du ein gutes Board haben willst, so, dann hast du früher 500 Euro bezahlt, so. Die CPUs waren auch dann irgendwo da um den Preis. So, jetzt bist du bei den CPUs fast bei 1000 Euro. Und wenn du ein gutes Overclocking-Board haben willst, bist du auch nochmal bei 1000. Also, die Preise haben sich verdoppelt. Und das wird schwierig, so, ne? Das ist also echt teuer. Ja, auch generell, ne, hast du auch schon angesprochen, die Grafikkarten. Also wenn du früher überlegt hast für 2.000 Euro oder 2.500, hast du den ganzen High-End-Gaming-Rechner zusammengestellt. Und jetzt legst du das Geld allein für die Grafikkarte hin. Das ist schon wirklich eine Preissteigerung. Das ist immer so ewig her, wenn du überlegst, bei der 10er-Generation war noch die Diskussion, über 700 Euro für eine High-End-Karte. Ja. Machst du heutzutage drüber? Da wird man sich heute freuen, ne? wenn man die 4090 dafür kriegt. Ja, vor allen Dingen, ist ja auch nicht nur der Grundpreis für die Hardware, sondern auch noch der Stromverbrauch. So. Er wird ist ja nicht gleichbleibend, sondern er steigt ja auch extrem. Und wenn ich auf die Benachrichtigung meines Stromanbieters schaue, da muss ich mir so ein bisschen von innen den Mund brechen, leider. Das wird halt echt schwierig. Und ich weiß nicht, ob man hier nicht langsam echt den falschen Weg geht. Also ich kann, wenn ich was zu sagen hätte, was ich nicht habe, dafür sind wir noch zu klein. Jetzt liked unsere Seite endlich. dafür sind wir noch zu klein. Aber ich würde da langsam das auch mal als Tech-Influencer zum Thema machen, weil wenn die Entwicklung so weitergeht, sorgt man dafür, dass man, wie sagt man so schön, die Milchkuh dann geleert hat und sich das keiner mehr leisten kann. Also ich habe ein Feedback von ca. 22.000 Leuten, die bei uns täglich mit Hardware umgehen. Und da sind viele dabei, die tatsächlich einfach sagen, nein, wir können uns das nicht mehr leisten und wir kaufen uns keine High-End-Hardware mehr. Und unsere alte Hardware, die reicht auch noch. Und ich weiß nicht, ich meine, die Zahlen sprechen auch eine deutliche Sprache. Ne? Wir haben 25-30% Einbruch. Ich weiß nicht, ob das mit dem Doppelten vom Preis dann aufzurechnen ist und wie lange das noch aufzurechnen ist. Ne? Ich würde da eventuell schauen, dass das nicht stirbt. Ich glaube, die Hersteller sind da, die sehen das ja auch. Ne? Die sehen einfach ihre Absatzzahlen, die sehen die Verkäufe und die wissen dann auch, irgendwann ist halt, wie du sagst, die Milchkuh ist halt leer und dann müssen sie halt einen anderen Weg gehen. Die Frage ist halt, ob das jetzt schon nach dieser Generation erfolgen wird oder ob sie vielleicht nochmal einen draufsetzen. Aber auch ich denke, dass da irgendwann Feierabend ist und dann einfach ein Umdenken auch in dieser Branche stattfinden muss. Auf jeden Fall. Ja. The Taurus hat vorhin auch schon mal einen schönen Kommentar geschrieben, den ich die ganze Zeit ignoriere, aber immer noch im Blick halte. Das große Hardware-Highlight kommt noch, seiner Meinung nach zumindest, am 13.12. mit den AMD-Karten. Ich bin auch extremst gespannt drauf, weil die preis-leistungstechnisch wirklich sehr, sehr interessant ausschauen mit ihrem unter 1000 Euro MSRP. Ja, wir schauen mal, wie die Preis-Leistungs-Gestaltung da tatsächlich ist, wenn man die ganzen Leaker so verfolgt und Twitter und etc. und Reddit so im Auge hat, dann könnte das eventuell auch noch ein sehr böses Erwachen geben und zwar eine sehr gute Preisgestaltung kommuniziert haben auf der Veröffentlichung, aber schließlich dann eventuell doch nicht so gut liegen. Ich bin sehr gespannt. Taurus, kann man da eigentlich vertrauen? Ich
kenne den guten Mann bei uns aus dem Chat und ich weiß, dass er mehr Expertise wahrscheinlich besitzt als der ein oder andere von uns. Durch verschiedenste Kanäle. Aber ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Natürlich finde ich diese Grafikkarte, wie sie angekündigt ist, mit der Leistung, die sie angekündigt ist, etc., sehr gut. Sie ist auch der Grund dafür, dass Notebook-Billiger ihre 4080 nicht losbekommt. Oder mit ein Grund dafür. Mit ein Grund, sicherlich, Grund, ja. Der andere Grund ist einfach der abnormale Preis. Also auch wenn wir Neuigkeiten kriegen, wir kriegen ja Angebote vorher zugeschickt, ob wir die nicht teilen möchten oder so etc. Und dann, ja, hey, guck mal, hier eine 4080 für 1400 Euro, das ist aber ein Schnapper. So, da muss ich mir schon so ein bisschen das Grinsen verkneifen und allein der Preissprung von der letzten nicht. Generation, wenn du überlegst, die 3080 wurde noch mit 700 Euro angeboten. Und jetzt ist eine 1400-Euro-Karte auf einmal ein Schnapper. Ja, aus dem Chat kommt auch nochmal, ne, die Preise sind einfach nur traurig, aber da bin ich wirklich der Meinung, dass einfach die Nachfrage auch das Angebot bestimmt. Ne? Also wenn die, ja, die Hersteller ja nicht, ne? Sonst würden sie ja nicht rumliegen. Ne? Also sonst ist das der Fall, richtig, hier gebe ich dir vollkommen recht. Aber anscheinend ist es jetzt nicht. Nee, ich meine eher im Hinblick auf die Preisgestaltung und das wird in dieser Generation wahrscheinlich nichts mehr, oder nächste Generation. Muss man schauen, aber die Hersteller müssen da halt einfach gucken, wo sie bleiben. Ne? Also solche Preise können sie nicht dauerhaft oder in der Zukunft verlangen, weil die Leute einfach zu Recht auch nicht bereit sind, diese Preise zu zahlen auf Dauer. Oder zumindest einige. Zudem Leute. Kommt da auch einfach noch, dass wir durch verschiedenste Dinge, die gerade auf der Welt passieren, ich möchte da jetzt nicht unbedingt drauf ansprechen oder es irgendwie vertiefen im Thema, dass die Leute einfach weniger Geld in der Tasche haben, weil viele, viele andere Dinge teurer geworden sind, man auch vorsichtiger wird und dann ist halt zwangsläufig das Geld für Unterhaltungsmedien und das steht ja quasi unter der Großschirmherrschaft PCs, einfach sitzt nicht mehr so locker. So, ne? Und das ist schwierig. Also wenn du heute dann noch einen PC für 1000 Euro bauen willst, da haben wir früher haben wir immer gesagt, wenn du einen guten PC haben möchtest, womit du ordentlich zocken kannst, bist du so bei 1000, 1200 Euro. So, heute bist du aber bei 2000, 3000, 4000 Euro. Ja. So, und ich möchte da jetzt niemandem so nahe treten, auch hier im Chat nicht so, aber ich denke mal, dass viele Autos, die ihr fahrt, weniger wert sind. Und das halt irgendwo sollten wir da echt mal langsam überlegen, ob das noch toll ist. Absolut. Also ich hatte zum Beispiel letztlich die Erfahrung, der Sohn meines Nachbars kam auf mich zu und meinte, hey, ich habe mir ein bisschen Geld zusammengespart, würde mir gerne meinen ersten PC bauen, kannst du mir irgendwie Teile empfehlen? Ihn so gefragt, ja, hey, was hast du denn so dir gerade eben so zusammengespart? Und er meinte 600 Euro. Und ich, neu teilen wird es schon richtig für schwierig. Das Geld kriegst Für 600 Euro musst du nicht meine PlayStation. Ja, so, weißt du? Das für 600 halt Euro musst du dich halt im Gebrauchtmarkt umschauen und kannst Neuware dir einfach abschminken. Das sind nicht nur 600 Euro, Boris. Ich habe versucht, also ich habe bei uns im Discord, jetzt hätte ich beinahe gesagt Ausrufezeichen Discord, aber das ist ja nicht mein Chat. Bei uns im Discord habe ich zwei Konfigurationen gemacht, die schon ganz nett sind für 2000 Euro. 2000 Euro. So, du kriegst keine neue Grafikkarte in das Budget. Ja. Ich wüsste an der Stelle. So, selbst mit einem i5 nicht und selbst mit 16 GB Arbeitsspeicher nicht. Du kriegst keine, in dieses Budget für 2000 Euro bekommst du keine neue Grafikkarte. Kannst du vergessen. Wo wir noch beim Thema Budget-Grafikkarte sind, wüsste ich gerne mal eure Meinung zu den Intel-ARC-Karten. Ich persönlich finde die ja höchst interessant. Wie steht ihr dazu? Interessant ist immer so, naja, der kleine Bruder von Scheiße. Der kleine Bruder von Nett. Ja, also ich, wie du schon sagst, sie sind interessant. Ich hab eigentlich Bock darauf, dass die Karten verwendet werden, aber ich habe bis jetzt selbst noch keine Karte in der Hand und hatte bis jetzt selbst noch keine Karte irgendwo im Test, dass ich jetzt irgendwie selbst da mir eine echte Meinung zu bilden könnte. Ich habe also nur die Informationen, die man halt so rangetragen bekommt, mit der Aussage, ja, in den neueren DirectX-Versionen performen sie relativ gut, in den älteren eher bescheiden. Da gibt es dann ja immer diese schönen Vergleiche mit Intel Arc-Karte, wird von 13 Jahre alter Grafikkarte geschlagen, weil es halt irgendwie in DirectX 9 oder so läuft. Mhm. Es ist ihre erste Grafikkarte, ich weiß nicht, ob überhaupt oder seit
erste Grafikkartengeneration seit überhaupt oder vielleicht seit zig Jahren. Und daher, nice first try, keep trying, in 2 bis 3 Generationen, glaube ich, könnt ihr echt kompetitiv werden. Aber aktuell fehlt halt einfach noch die Treiberoptimisierung, die Schnittstellen wie DirectX, Vulkan und so weiter. Das ist einfach diese Breite, diese Erfahrungsbasis, die ein AMD und ein Nvidia aktuell haben, hat Intel aktuell noch nicht. Und deswegen gerne mehr davon, aktuell schwierig. Und bei dir, Yves? Ich sehe das tatsächlich ähnlich wie Boris und verurteile auch ein bisschen jeden, der so ein bisschen negativ darüber redet. Weil wer an der Stelle gedacht hat, nur weil da ein großer Name hintersteht, und Intel ist halt nun mal ein verdammt großes I bei Intel, dass sie sofort eine konkurrenzfähige Grafikkarte auf den Markt bringen, der hat von der Szene keine Ahnung. Und da war eher Wunschvater des Gedankens als tatsächliche Expertise. Die Grafikkarte wäre total top gewesen, wenn sie zu Zeiten der 30er rausgekommen wären, wo die noch so im Mittelfeld in ihrer Veröffentlichung waren. Und dann, sage ich mal, so den mittleren Sektor angegriffen hätte mit dem Preis. Ich meine, jeder, der ein bisschen was vom Geschäft versteht, hätte dann auch gewusst, dass Intel über den Preis versucht, sich Marktanteile dann zu sichern. Das Problem war hier aber verschiedenste Dinge, die einfach die Entwicklung komplett nach hinten geschmissen haben. Und so ist die Grafikkarte viel zu spät rausgekommen und hat sich damit quasi selbst egalisiert. Ich meine, böse Zungen, wir mussten schon Kommentare bei uns in der Community lesen. Auch ich habe das ein oder andere Mal scherzhaft abgegeben, dass es halt die neue Elgato Capture Card ist, weil sie AV1 kann, aber keine Grafikkarte. Generell finde ich es sehr gut, dass Intel den Grafikkartenmarkt angeht. Und man braucht, so wie auch damals AMD endlich wieder angefangen hat, anständige CPUs auf den Markt zu schmeißen, man wird 1 bis 3 Generationen brauchen, um überhaupt in irgendeiner Form konkurrenzfähig zu sein. Also warten wir es ab und feiern erstmal, dass es einen dritten Hersteller gibt. Abgesehen von der Leistung, sie ist nicht gut, die Treiber sind nicht gut. Also sie ist nicht powerhaft, sie gut ist sie, ist okay für das, was kommuniziert worden ist, was sie leisten soll, ist sie völlig okay in meinen Augen. Aber sie ist halt nicht Flagship-tauglich. AMD und Nvidia pulverisieren die Karte einfach easy. So. Der Preis war auch okay, man hätte da vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen sollen. Wie gesagt, die Karte ist auch viel zu spät rausgekommen. Aber generell begrüße ich den Weg, dass Intel den Schritt macht, und ich hoffe, dass sie auch am Ball bleiben und da nicht so ein bisschen den Mut verlieren. Ich denke aber auch, dass sie, die werden schlaue Leute da haben. Ich denke, dass sie auch genau damit gerechnet haben. Aber ich möchte an der Stelle für Intel, gerade für Intel Deutschland, eine Lanze brechen. Da hat sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren getan. Gerade was die Community-Nähe für Gamer angeht. Man war so ein bisschen, in unserer Blase war man so ein bisschen Intel egal, weil da hat man so ein bisschen, oder man hatte das Gefühl, man hat so ein bisschen gedacht, die kaufen das Zeug sowieso. Scheiß auf Promotion und irgendwelche Aktionen oder sonst irgendwas. Der Weg hat sich aber geändert, und vor allen Dingen seitdem Florian da ist. An der Stelle nochmal Florian, grüß dich, und echt, du machst einen Top-Job bei Intel. Ich glaube, das können alle Influencer in Deutschland auch bestätigen. Seitdem gibt es regen Austausch, seitdem gibt es Streams, seitdem gibt es Aktionen, seitdem versucht man wirklich auch so ein bisschen Bambule zu machen. Lanze brechen, Top-Sache. Das heißt, auch hier Konkurrenz belebt einfach das Geschäft, ne? Und da ist einfach gut, wie du schon meintest, dass es jetzt einen neuen oder einen weiteren Anbieter gibt im Grafikkartenmarkt. Das kann nie verkehrt sein. Ja. Ich würde gerade eben auch noch schnell eine Frage aus dem Chat beantworten. Geht bei Intel eigentlich auch Multi-GPU-Support? Meines Wissens nach nicht. Ich correct me if I'm wrong, falls ihr da Informationen habt. Multi-GPU ist bei allen Plattformen tot. Ja. Also wird es. Solange die Spiele- oder Softwareentwickler nicht darauf eingehen, um da Schnittstellen zu bauen, um irgendwie Multi-GPU-Support zu haben, zu unterstützen, dass du diese Rechenleistung dann halt auch nutzen kannst, braucht kein Hersteller daran zu arbeiten. Also ich denke auch mal, gerade bei den Flagships, ne, wenn man mal so die sich den Stromverbrauch anguckt, so,
Wenn du dann, also was willst du da für Netzteile dranhängen? Und aus welcher Leitung, wer hat Starkstrom zu Hause in der Wohnung liegen? Eins in den Chat, wer Starkstrom zu Hause liegen hat? Weil wenn du da so 2K mal eben durch deinen Rechner jagst, dann musst du dann demnächst deinen Rechner am Herd anschließen oder wie soll das laufen? Auf jeden Fall. Eine Baustelle nebenan noch ein Kabel rüberlegen. Und einen Kommentar von PC-Doc Berlin würde ich auch gerne noch beantworten. Er sagt nämlich auf die Frage, die 4090 wäre für Developer und nicht für Gamer gedacht worden. Aber dann ist das Marketing davon falsch. Die Dinger werden als Gaming-Karten beworben. Natürlich sind sie in Händen von Developern genauso gut aufgehoben, aber dann hätte Nvidia die Dinger anders vermarkten sollen. Wie sie es damals mit den Titan-Karten gemacht hatten, das waren ja extra keine GeForce-Karten, sondern es waren Nvidia-Titan-Karten, die wirklich für Entwicklung und Development gedacht waren. Die 4090 ist eine GeForce RTX Gaming-Karte. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es Custom-Modelle von der Titan gab. Ja. Auch da hat man den Weg gegangen. Die 4090 gibt es so, also von namhaften Herstellern als Custom-Modell. Auch wenn ich da den ganzen Herstellern mal ein bisschen auf die Füße treten möchte. Habt ihr eure Designer irgendwie entlassen oder so? Also was denn passiert bei euch? Jetzt mal ohne Spaß, es gibt kein Custom-Modell der 40er-Serie, was in irgendeiner Form tatsächlich hübsch ist. Also ich meine, gut, das ist eine subjektive Wahrnehmung, aber wenn ich mir die Karten aus den letzten Generationen angucke, was passiert mit euch? Also irgendwas stimmt doch da nicht. Achtet darauf, vor allen Dingen auch mit der Wertigkeit. Ist die meines Wissens und das, was ich in den Händen gehalten habe, ist die FE aktuell von der Haptik und von der Wertigkeit und von der Qualität die beste Karte. Also da solltet ihr echt mal überlegen, ob so ein Custom-Modell dann Sinn macht. Ja, also ich würde gerne eine Lanze für die Truffkarte brechen. Die habe ich jetzt schon des Öfteren die Woche erst wieder in der Hand gehabt. Die fühlt sich wirklich wertig an und finde ich, kannst du auch in einem normalen PC-System sehen. Ohne dass du jetzt irgendwie den kompletten Bild darauf abstimmen musst. Ich weiß, wir denken da an sowas wie die GameRock-Karte mit ihren Kristallen obendrauf. Oder sowas wie die Zotac, die so ein geschwungenes Design hat. Klar, das kann funktionieren, wenn du dein gesamtes Setup darauf ausrichtest. Aber halt in einem Standard-PC schaut es schwierig aus. Ja, vor allem, also generell, ich finde die Optik einfach oder das Design mancher Karten wirklich überhaupt nicht gut. Dann werden die Karten wieder bunt oder generell, es wird auch Hardware wieder irgendwie komisch bunt. Da verstehe ich auch nicht, warum man diesen Weg wieder geht. Haben wir nicht erst daraus gelernt, dass Hardware am besten schlicht aussieht, damit man sie in jeden PC-Bild unterbekommt? Ja. Und dass man mit RGB oder sonstigen Farbspielereien dort Farbe mit ins Spiel bringt oder eine Designlinie mit ins Spiel bringt und so ein bisschen unabhängiger voneinander ist. Ich würde mir wünschen, man steckt da wieder ein bisschen mehr Liebe rein. Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerade eben nochmal zum Ende auf eine Frage zu sprechen kommen. Was ist deine größte Hardware-Hoffnung für 2023? Also erstmal haben wir jetzt noch eine Hardware-Hoffnung für 2022. Auf jeden Fall, tatsächlich, ja. mit der AMD-Karte. Und dann, ich habe nicht so viel Hoffnung, weil ich sagte ehrlich, es ist doch immer wieder dasselbe. So 6 Monate, dann hat der wieder was Tolles raus, so dann haben wir weitere 6 Monate, dann sind die wieder toll, dann haben wir weitere 6 Monate, dann sind die wieder toll, dann ist das wieder toll. Also im Grunde genommen kann ich mich jetzt auf nichts freuen. Dann nicht Hoffnung, auf welche Freude, okay, du kannst dich auf nichts freuen, okay. Ich kann mich nicht so wirklich auf was freuen, weil sowieso alle, also ich möchte mich ja auf keine Firma festlegen oder auf keinen Teil festlegen, weil sowieso alle sehr, sehr rasant und sehr, sehr schnell weiterentwickelt werden. Also ich freue mich auf generelle Hardware-Erscheinungen und würde mich am meisten darüber freuen, wenn die Preisgestaltung wieder kundenfreundlicher werden würde. Das ist so, weil Hardware wird sowieso immer geil sein und wird immer mehr Performance als vorher bieten, egal welche Firma das ist. Ich bin auch irgendwie kein Fanboy von Nvidia oder kein Fanboy von AMD oder Intel oder however, außer Asus, das lassen wir erstmal weg, da bin ich Fanboy. Aber es wird immer gute Hardware geben und die Hardware wird auch immer weiterentwickelt. Also man kann sich auf alles freuen. Ne? Also deswegen möchte ich mich nicht festlegen. Freuen würde ich mich aber auf eine fairere Preisgestaltung. Das sind doch schöne Schlussworte.
Ich habe mich auch schon gesehen, dass Chimpanzee hier schon bei uns im Chat unterwegs ist. Unser nächster Gast. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Ich habe zu danken. Schaut auf jeden Fall heute Abend 19 Uhr, sagst du, fangt ihr immer an, ne? Ich bin heute Abend ab 19 Uhr online, genau hier Twitch, PCHMG. Ich glaube, euer Mod hat auch vorhin Social Media Links in den Chat geballert. Gerne da vorbeischauen, auch gerne auf unserer Seite vorbeischauen. Immer Reviews, immer Neuerscheinungen. Unser Podcast der Mädels über Gaming-Sachen auch top, auch gerne reinhören. Jetzt aber genug der Eigenwerbung. Ich wünsche euch viel Spaß mit Chimpanze. Grüßt mir den Mann, grüßt mir später Nilsson und ich bedanke mich für die Einladung. Sehr schön. Sehr Dankeschön. Gerne. Auch von mir nochmal, danke, dass du da warst und schön dich gesehen und kennengelernt zu haben. Ich hoffe auch irgendwann mal privat. Ja, sehr gerne. Also nicht privat, sondern privat. Privat. So halt, also real life, mir fehlte das Wort. Haut rein und ciao. Danke. Tschüss.